So, Champs, endlich ist das Paket da, auf welches ich lange gewartet habe. Ich habe gerade reingeguckt, um zu sehen, ob es auch das Richtige ist. Und ja, es ist das Richtige. Da werden wir heute reinschauen. Es wird sehr, sehr spannend, vor allem, wenn du dich für Trading Card Games, Sammelkarten interessierst. Du weißt ja, ich bin jemand, der sich generell auch für Risikoinvestments interessiert, der sich generell für Investments in Collectibles interessiert und für Trading Card Games interessiert, ja. Und dementsprechend habe ich ja an einer Kickstarter-Kampagne teilgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Kickstarter ist. Ich kann es euch aber kurz erklären. Und zwar ist Kickstarter eine Website, auf der du eine Idee vorstellst sozusagen. Und ja, dann stellst du dein TCG, dein Game oder sonst was vor. Vielleicht ist das auch irgendeine Fahrradpumpe. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn du den Betrag erreichst, den du angegeben hast, den du für deine Idee brauchst, erreicht hast, dann wird die Idee, also ja, das Ding, was du angeboten hast und gezeigt hast, umgesetzt. Und hier wurden jetzt bei dem TCG hier zum Beispiel 935.000 US-Dollar umgesetzt, ja, also ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Man wollte 100.000 erreichen und es sind insgesamt 2.000 Unterstützer gewesen. Ich war auch dabei, ja, also ich habe mir hier ein Display gekauft, welches eben so aussieht. Das ist das Nostalgix Base Set und spannend zu sehen ist, dass hier eben der Base Set Stamp ja, zu sehen ist. Ja, es ist also die First Edition vom Base Set und danach, als ich dann eben dieses Case erhalten habe, welches ich selbst finanziert habe, auf Instagram gepostet habe, hat sich die Firma bei mir gemeldet und hat gesagt, ey, cool, danke für deinen Support und ich habe geschrieben, ey, wollen wir nicht meiner Community ein bisschen was abgeben und dann wurde zugestimmt und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich freue mich auch generell sehr, weil in diesem Paket ist etwas sehr, sehr Spannendes für mich und auch für euch. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ja, ich nehme hier mal den Müll weg. Zuerst sehen wir uns mal das hier an, ja. Folgendermaßen sieht das aus. Nostalgix Starter Deck Mystery of Marco. Ja, hier haben wir die Cat. Und hier ein Geist, ein Klagegeist oder was auch immer das sein soll. Und wenn man das Ding mal umdreht, One Mysterious Real started it all. Ja, es geht da um ein Getränk und hier hinten sieht man dann eben, was in diesem Themendeck, Starterdeck zu finden ist. Und ja, ihr wisst ja, TCGs kann man eben auch spielen und dementsprechend ist, glaube ich, dieses TCG auch spannend. Turn Up Time, Nostalgic Starterdeck, das ist ein etwas anderes, sieht auch etwas anders aus, hat auf jeden Fall eine andere Farbe. Hier sieht man schon die Holo-Pattern, aber die gucken wir uns dann im Livestream bzw. in einem weiteren Video auch nochmal an. Und hier hinten sind dann eben weitere andere Karten drin. Man kennt das gut. Und ja, was haben wir hier noch in diesem Karton? Eine Playmat. Ja, eine Playmat, die man dann benutzt, um es zu spielen. Ja, wie gesagt, die Leute denken immer, man spielt gar keine TCGs, sondern sammelt sie nur. Aber das ist natürlich nicht richtig. Ja, die ist halt ja, eben easy gemacht und die legt man dann unter, um dann die Karten zu positionieren. Da muss man die Regeln kennen und kann dann gegen einen weiteren Spieler spielen. Und des Weiteren ist hier in so einem Paket auch noch ein Secret Charts Display. Das ist auch spannend, weil in diesem Secret Charts Display sind monatlich immer ja, andere Karten zu finden. Ich zeige euch das mal näher, Secret Charts. Und da sind dann dieses Mal Contents Mimikus, Rewind Time, Tycoon, Scarepin, Fish Out of Water, Booster Box Dragon, der ist ziemlich interessant. Und ein Turn-Up, genauso wie ein Xenobot 2022 Nostalgix. Das ist jetzt das fünfte Display davon. Und ja, dieser Booster Box Dragon, den sehe ich gerade hier, sieht ziemlich cool aus. Freue mich, dass er da drin ist. Ich weiß nicht, in welcher Alternativart er zu finden ist oder ob es die normale Holo-Pattern ist. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann alle gemeinsam an, weil wir werden da definitiv was von unboxen. Ja, da sind zwei Stück drin gewesen und des Weiteren, und das ist jetzt wirklich das Spannendste an diesem Karton hier, gibt es dieses Base Set, aber nicht in First Edition, sondern in Day Zero, wie ihr hier erkennen könnt. Und Day Zero ist spannend. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Auf meinem, was ich bei Kickstarter eben in First Edition unterstützt habe, steht nur ein First Edition Zeichen und auf diesem hier steht eben Day Zero, also ein anderes Display. Und von diesen Displays
gibt es bei diesem TCG hier nur 5000 Stück. Die waren sofort weg. Ja, die hat man eben gekriegt, wenn man ganz früh dabei war bei Kickstarter. Ich eben auch nicht. Wie gesagt, ich habe es leider verpennt, sonst hätte ich mir die auch geholt. Aber das war leider nicht möglich. Ja, also man hatte hier noch die Möglichkeit auf andere coole Dinge. Hier sieht man dann eben diesen First Edition Stamp bei dieser Karte. Wie gesagt, da gibt es dann verschiedene. First Edition, Day Zero, Unlimited, Second Edition, wie auch immer. Und hier, so sieht der Stamp aus, bedeutet dann Day Zero gleich Kickstarter. Also, dass du dieses Display oder die Karte bzw. das Booster Pack, auf den steht es auch drauf, sehr, sehr früh ergattert hast. Und wenn man überlegt, dass die Seite bzw. dieses ganze Projekt hier alleine, und Kickstarter ist immer so der Anfang von etwas, 2000 Unterstützer erreicht hat, ist das eigentlich schon ziemlich heftig, dass wir da an einige Day Zero Displays rangekommen sind. Und das Coole dabei ist, jetzt kommst du nämlich, wir werden zusammen Displays verschenken. Also ihr könnt in meinem Shop, den verlinke ich euch jetzt in der Infobox, demnächst, also jetzt noch nicht, aber ihr könnt euch schon mal in den Newsletter eintragen, dann Booster Packs umsonst bekommen. Was ihr zahlen müsst, ist der Versand. Aber ich denke mal, das ist eine faire Sache, weil Day Zero Karten umsonst bei Dean Tramp im Livestream, das wird geil. Ja, ich werde mir definitiv auch davon ein Display ins Regal stellen, also aufbewahren als Investment sozusagen. Man weiß ja nie, gerade bei solchen Dingen ist es so, dass man nicht so richtig einschätzen kann, wie entwickelt sich sowas. Ja, also ich will hier nicht sagen, dass das hier der heilige Gral ist, das weiß man nie so genau. Aber man konnte miterleben, dass sich bei Kickstarter viele Dinge eben auch sehr positiv entwickelt haben. Und ich denke, mit einer Finanzierung von 1 Million US-Dollar sind die Leute daran schon interessiert. Das Spiel wird jetzt aktiv schon gespielt und vor allem auf dem Discord und so weiter und so fort ist da auch aktiver Support zu finden. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, ich werde euch zu diesem Nostalgics TCG auch alles in die Infobox packen. Instagram, Discord und so weiter und so fort. Da könnt ihr abchecken, falls es euch interessiert und kein Booster Pack ergattert. Ja, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich dann ja irgendwie selbst sowas zu besorgen. Aber wie gesagt, demnächst, ich weiß noch nicht so ganz wann, werden wir das Opening machen. Da werde ich einige Displays öffnen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir einige Displays angeschaut, Karten angeschaut. Aber sie selbst zu öffnen, ist natürlich nochmal was anderes. Und ja, an dieser Stelle sage ich noch einmal Danke an Nostalgics. Ich freue mich sehr, dieses coole Ding hier mal öffnen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Checkt auf jeden Fall die Links in der Infobox. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, meine lieben Freunde, dann lasst diesem Kanal hier gerne ein kostenloses Abo da. Und ich mache auch auf meinem Hauptkanal coole Live-Flohmarkt-Videos. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Auf Twitch streame ich. Dort wird auch das Opening stattfinden. Wir sehen uns. Ich bin Dean Tramp. Haltet schön die Ohren steif. Ja, bye. Bye.